Wir geben uns auf und wir bekommen uns selbst bei Gott wieder. Halleluja. Das ist Überleben. Die materielle Armut ist eine Bereicherung für die Seele. Ein Materialist wird mich nicht verstehen, was ich heute Abend gepredigt habe. Wer nie Krisen gehabt hat oder erlebt hat, der weiß nicht, was Erlösung ist. Der wird nicht stark und nicht stabil im inneren Leben. Wer nie Stürme gehabt hat, der wird nie in die Tiefe gehen. Ein Baum, der Stürme durchmacht, geht in die Tiefe, lässt Wurzeln in die Tiefe. Wer nie geprüft wurde, hat nie gelernt und nichts gelernt. Denn wir werden geprüft, hast du was gelernt? Was steckt in dir drin? Kennst du dich selbst? Prüfungen führen zu mir selbst. Ich habe keine Angst vor Prüfungen. Prüfungen sind nötig für meine Identität. Wer keine Prüfungen bestanden hat, der kann es nicht ausweisen und zeigen, was er ist, oder sich identifizieren. Bleibt ein Doofer, Entschuldigung, ein Dummkopf. Wer keine Prüfungen hatte, der versteht sich selbst nicht. Aber wenn du geprüft worden bist, hast du Stresstests bestanden und bist stark. Bist brauchbar fürs Leben. Und deshalb ist es, wie werde ich ein Überwinder? Hab keine Angst vor Stress. Wenn du Prüfungen hast, ist ein Geheimnis. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber bei uns in der Schule war, da waren alle still und der Lehrer hat sie genau beobachtet. Ob sie voneinander abschreiben, meistens saßen wir ein Stück weit auseinander. Prüfungen fördern die menschliche Reife. Geschwister, ist so wichtig. Ohne Prüfungen wären wir nicht in der Lage, im Leben durchzustehen. Deshalb hab keine Angst. Und wenn du schlimme Sachen durchstehst, sei Gott dankbar, denn du wirst gefestigt und im Glauben. Die Erschütterungen bringen dich nicht um. Du hast ein seelisches Gleichgewicht. Prüfungen halten uns fest an Gott, an die Gegenwart Gottes. Dann flüchten wir an das Herz unseres Vaters im Himmel. Während der Prüfungen bleiben wir immer in der Sichtweite Gottes. Der Lehrer guckt immer zu, ob du was abschreibst. Ja, in der Sichtweite Gottes. Während der Prüfungen brauchst du keine Angst haben. Gott sieht mich nicht, Gott kennt mich nicht, Gott versteht mich nicht, Gott hört mir nicht zu. Wer in Prüfungen lebt, der wandelt vor dem Angesicht Gottes. Der Lehrer geht immer vorbei und guckt, wie weit du bist. Ja, du wirst vom Herrn beobachtet auf Schritt und Tritt in den Prüfungen. Prüfungen sind die Stacheln des Kaktus, eine Waffe gegen Sonnenschutz, was weiß ich alles. Da wäre es noch viel zu sagen. Lieber Jesus, mach uns zu einem Kaktus. Menschen, zu einem Kaktuschrist, der in der Wüste, in der Dürre überleben kann, der den guten Kampf des Glaubens kämpft. Gib mir, gib uns allen, ja, richtige Stacheln, Vater im Himmel, so dass wir das bewusst alles Negative abwehren, was nicht von dir ist, was, ja, uns vielleicht von dir wegbringen würde, und lehre uns, lehre mich, Herr Jesus, zu einem Überwinderleben. Führe mich dazu, in Prüfungen zu bestehen und stark zu sein, egal was die anderen von mir denken oder von uns denken. Ich habe eine Existenzberechtigung, himmlischer Vater, und ich lebe für dich und für mich, und ich kämpfe für die Wahrheit, und die Wahrheit wird immer siegen, und jeder von uns ist ein von Gott gewollter, eine Handanfertigung von dem Vater im Himmel. Und Herr Jesus, wir bereiten unsere Seele für den Himmel, auch hier in dieser Zeit, und segne meine Geschwister, wo sie auch immer sind, jetzt in diesem Augenblick. Amen.